Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt, unite behind the science. Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas Ideologisches machen, sondern wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Und wer diese Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt, wir werden schon irgendwie durchkommen, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht, und das ist das, was uns geleitet hat. Politik ist, das ist das, was möglich ist, und die Möglichkeiten, die haben wir ausgelotet mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit. Und für mich ist sehr wichtig, dass sich durch dieses Papier, was wir Ihnen heute vorlegen, erstens zieht, dass wir daran glauben, dass wir die Ziele erreichen können und dass wir dafür auch wirklich die Grundlagen gelegt haben und dass wir dafür eben auch die Mechanismen haben. Ich habe auf den Monitoring-Mechanismus hingewiesen, aber wir haben auch einen zweiten Mechanismus eingesetzt, am Anfang zugegebenermaßen sehr langsam, dann aber ansteigend, und das ist das Signal des Preises für CO2.